Ja, und jetzt kommt mein Buchtipp. Der ist von Thomas Mallon, «Die Stadt am Ende der Welt». Frisch rausgekommen, diese Woche. Ein Buch, wo, wenn man es liest, einem manchmal fast ein bisschen gruselt. Und zwar aus dem Grund, weil es unsere jetzige Situation wie so aufnimmt. Es spielt 1918 in den USA, im Bundesstaat Washington, ein kleines Städtchen, vielleicht ein paar hundert Einwohner, nennt sich Commonwealth. Das Städtchen ist vor noch nicht vielen Jahren gegründet worden von einem reichen Mann namens Charles Worthy. Der hat für diese Zeit ganz spezielle Ideale. Er wollte, dass seine Leute, die dort leben und die für ihn in der Sägerei arbeiten, dass die genug verdienen, dass jeder ein gutes Zuhause hat. Also er tut fast so ein sozialistisches Ideal unterstützen. Und das hat alles wunderbar funktioniert, bis die Spanische Grippe ausbricht. Der ganze Westen der USA ist schwer betroffen. Die nahegelegenen grösseren Städte von Commonwealth haben alle, ich weiß nicht, Hunderte von Toten. Und so hat Commonwealth als Gemeinwesen beschlossen, dass sie sich in Quarantäne begeben. Es darf niemand raus, aber auch niemand rein. Das Rausgehen, da haben sie das Gefühl, das klappt, das macht sowieso niemand, aber das Reinkommen, das wird überwacht. Es sind immer Wachen unterwegs, wo quasi die Grenzen von der Stadt jetzt dann, überwachen, nachschauen. Der Adoptivsohn von Charles Worthy, der Philipp, ein junger Mann, 16, ist mit einem ein bisschen älteren Arbeiter aus dem Sägewerk jetzt auf der Wache. Und sie sehen durch die Bäume durch, wie ein Mann in Soldatenuniform sich ihnen nähert. Sie rufen halt, es hat auch eine grosse Tafel, das scheint ihn aber nicht abzuhalten. Und es kommt zu einer Eskalation. Der Begleiter von Philipp verschießt den Soldaten. Sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Der Philipp ist im Grundboden erschüttert. Und er darf es aber niemandem sagen. Man will nicht, dass das Ereignis bekannt wird. Er lässt sich dann aber wieder, trotz dem Ganzen, zur Wache einteilen. Er ist aus verschiedenen Gründen kurz allein und tatsächlich, es ist wie ein Déjà-vu, es bewegt sich wieder etwas zwischen den Bäumen. Die Entscheidung, die er dann trifft, tut die ganze Stadt ihren Grundfesten erschüttern, weil man weiß jetzt nicht, wem kann man trauen. Und es ist wie, der Feind kommt da mal auch von innen. Die Geschichte, die jetzt fast ein bisschen nach einem Krimi tönt, hat zwar einen Spannungsbogen, aber sie ist für mich überhaupt kein Krimi. Und ich will noch etwas zu der Entstehung erzählen, weil das dünkt mich so faszinierend. Das Buch ist 2006 original erschienen. Ist dort auch übersetzt worden, 2007. Muss ich aber sagen, das war mir seinerzeit kein Begriff gewesen. Und ist jetzt aus aktuellem Anlass neu überarbeitet, auch mit einem Nachwort versehen, wieder rausgekommen. Und eben, wenn es dann redet, es gibt eine Maskenpflicht, man weiß nicht, wer steckt wer an, man hat wirklich das Gefühl, wir sind in die heutige Zeit versetzt. Aber wie am Anfang gesagt, 1918 spielt das Buch.